So, Freunde, ich mache mir es hier mal gemütlich. Wer regelmäßig meine Stories schaut, sieht, dass ich hier in meinem Rückzugsbereich bin. Das ist auch in der Nähe meines Büros. Das ist unten drunter, das ist mein Trainingsbereich. Und hier oben ist normalerweise der Bereich zum Umziehen meiner Coaches und Rückzugbereich für meine Coaches, wenn sie mal Ruhe brauchen. Duschen, umziehen, telefonieren, nach dem Training mal kurz relaxen, das ist der hier oben. Und dieser Bereich hier ist ganz einfach, sehr clean, sehr sauber und der sorgt bei mir dafür, dass ich hier oben Ruhe habe und ist auch so ein Ideenraum. Ich nehme hier drin fest, dass ich hier drin sehr, sehr kreativ bin. Und da ich so sehr kreativ bin, habe ich natürlich ein Thema für euch, ein Thema, das ich immer wieder bei meinen Coaches habe. Ich hatte gerade heute ein langes Gespräch mit einem VIP-Coachie, mit dem vereinbare ich natürlich immer in regelmäßigen Zyklen Zoom-Calls oder auch mal Skype-Calls, wo wir uns austauschen, wo ich ihn frage, wie geht's, wie läuft's, wo hast du deine Erfolge, wo bist du gut, was setzt du gut um, wo hast du deine Stolpersteinchen, was stört dich, was nervt dich, was wünschst du dir? Und da stelle ich natürlich immer wieder fest, dass bei vielen immer das gleiche Hindernis da ist. Es geht ja dabei, bei dem, was ich meinen Coaches beibringe, geht es ja darum, natürlich aus alten Verhaltensmustern auszutreten und neue Verhaltensmuster sich anzueignen. Alte Routinen ablegen und durch neue Routinen ersetzen. Und da stelle ich grundsätzlich immer eins fest, dass das Warum, man bezeichnet es immer als Warum, das Warum ist nicht stark genug. Ich gehe noch ein bisschen tiefer, und zwar bei allen meinen Coaches, die letztendlich Probleme haben, langfristig ihr Vorhaben, sich gesund zu ernähren, langfristig gesunden Sport zu betreiben, ist immer die Frage energetisch. Das heißt, die meisten entscheiden sich immer so Richtung energetisch einfache Entscheidung. Eine energetisch einfache Entscheidung ist, in der alten Routine zu bleiben. Es kostet keine Energie. Sich für was Neues zu entscheiden, kostet Menschen immer Energie. Denn sie müssen lange immer abwägen, jetzt mache ich das, jetzt stehe ich in der Küche, jetzt koche ich mir was, jetzt bereite ich mir was zu, ich muss einkaufen gehen, ich muss die Sachen vorbereiten, das ist energetisch aufwendig. Nee, mache ich nicht. Nicht bewusst, so wie ich es mache, aber innerlich läuft es ab, da habe ich keinen Bock drauf. Denn lieber eine Pizza reinschieben oder eine Portion Spaghetti Bolognese ist natürlich Spaghetti in den Hafen, Wasser rein, Spaghetti rein, Tomatensauce fertig, drüber, gut, ist easy. Das ist keine Raketentechnik, das kann jeder in, 10, 12 Minuten ist das alles fix und fertig oder 15 Minuten ist alles fix und fertig, bisschen Parmesan drüber, man ist gesättigt. Man hat natürlich einen hohen Sättigungsgrad. Somit ist bei den meisten immer der Knackpunkt, diese Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung, die ich jetzt treffe, was Neues zu tun, ist energetisch aufwendig. Ich brauche dafür eines Energie, das Einkaufen allein schon mal. Ich muss wissen, was ich brauche. Ich muss verschiedene Dinge einkaufen, dann Gemüse putzen zum Beispiel, einen Topf mit Gemüse hinstellen, dann Fleisch aufsetzen, dann würzen, dann auf den Teller, dann noch einen Naturreis abkochen, einen Wildreis abkochen, Vollkornnudeln abkochen, am Morgen sein Frühstück richten. Ist natürlich immer alles viel einfacher beim Alten zu belassen und sagen, ich fahre beim Bäcker vorbei und hole mir ein süßes Stückchen, hole mir ein Croissant oder morgens mein weißes Brötchen aufschneiden, die braune komische Creme drauf schmieren. Das sind alles Dinge, die sind einfach, energetisch einfach, kosten natürlich auch viel weniger Zeit. Und genau daran scheitert es bei den meisten Menschen, dieses Investment in die eigene gesunde Zukunft so zu ankern, dass es wertvoll ist. Denn die meisten ankern dieses Investment in die gesunde Zukunft als verlorene Lebenszeit, als aufwendig, als energetisch aufwendig, als anstrengend, als stressig, als unsinnig, brauche ich nicht, habe ich nicht nötig.
Und genau das ist immer der Stolperstein für alle meine Coaches, die dauerhaft es nicht schaffen, umzustellen. Das sind von 100% sind es 30%, die kratzen da nicht die Kurve, beziehungsweise 6-8 Wochen die Kurve gekratzt, 2-3 Wochen wieder zurückverfallen, das alte Verhaltensmuster, wieder rein, wieder von vorne versucht, wieder rausgeschlittert, wieder reingeschlittert, wieder rausgeschlittert und irgendwann schmeißen sie ja, die Flinte ins Korn. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das liegt an diesem extrem aufwendigen Ernährungsplan, an dieser ja, Konsequenz einzukaufen. Kann man alles so bewerten? Kann man machen? Es hilft aber nicht wirklich weiter. Denn für die Zukunft, 20, 25, 30 Jahre später, ist der größte Lebensluxus, wenn wir gesund sind. Und die Rohstoffe, die wir in unsere Ernährung zuführen, die sorgen dafür, inwieweit wir unseren Lebensluxus im Alter halten. Natürlich gibt es keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen krank werden, Zivilisationskrankheiten erleiden, wie einen zu hohen Blutdruck, wie einen zu hohen Cholesterinwert, wie zu viel viszerales Fett, wie Leberverfettung, die ganzen Dinge, die stehen und fallen, ja, tatsächlich zum größten Anteil mit dem Ernährungsverhalten und durch Bewegungsverhalten, aber hauptsächlich auch mit dem Ernährungsverhalten. So, und da wird dieser Fehler gemacht, zu sagen, na, das ist es mir nicht wert, diese Zeit zu investieren. Das ist mir nicht wert, in die Küche zu stehen und ja, jetzt meine Sachen zu richten, für den nächsten Tag zu richten. Es ist den Menschen nicht wert, dieses Investment in Form von Zeit in die eigene gesunde Zukunft. Das ist für die meisten Menschen der Stolperstein. Und wenn man dann kann man natürlich lapidar darüber sagen, ja, das Warum ist nicht stark genug, stimmt tatsächlich. Aber letztendlich, ganz runtergerechnet, geht es immer darum, eine Entscheidung zu treffen. Ist sie energetisch aufwendig oder ist sie energetisch sparsam? Der ein oder andere weiß schon, auf was ich raus will. Menschen sind Energiesparmodelle und wir sind immer am Rechnen, wie können wir verdammt nochmal Energie sparen. Und das ist die Faulheit, das ist der innere faule Schweinehund. Wer hält uns denn zurück auf dem Sofa, wenn wir den Arsch nicht hochbringen? Wer ist es? Das ist tatsächlich unser Energiesparer. Ich rechne, wenn ich jetzt aufstehe und jetzt muss ich da Sport machen. Oh Gott, das ist so anstrengend. Hier auf dem Sofa liegen, ist total entspannt. Nur mit der Fernsteuerung zappen, ein Gläschen Rotwein dabei, ist super entspannt. Da muss ich gar nichts machen. Aber diesen Aufwand zu bleiben, Schuhe anziehen, aufs Fahrrad sitzen, Sportkleider anziehen, ins Fitnessstudio gehen, in den Keller gehen. Energetisch, höherer Aufwand, nein, wird nicht gemacht. Und dann fragen sich auch viele Menschen, ja, wie kann man diesen inneren energetischen Schweinehund denn tatsächlich in den Griff kriegen? Und da gibt es aber auch wirklich ein paar Taktiken, die da ganz gut funktionieren. Schaut mal, wenn Menschen zum Beispiel ein super schlechtes Ernährungsverhalten haben, einfach sich schlecht ernähren, ungesund ernähren, dann ist es so, dass natürlich der Körper energetisch gesehen unterversorgt wird. Er hat zwar eine Überversorgung von kurzfristiger Energie, aber langfristig ist er unterversorgt. Das heißt, wir haben immer das Szenarium, dass im Gehirnzucker etwas Zucker fehlt. Immer leichter Unterzucker. Dann haben wir ganz viele wertvolle Nährstoffe, die nicht da sind, wie zum Beispiel gesunde Fette, wie ausreichend Proteine, wie komplexe Kohlenhydrate. Das ist alles minimiert und das, was wir nicht brauchen, ist maximal vorhanden. So, und das führt dazu zu einer Unterzuckerung im Gehirn. Das heißt, unser Zuckerspiegel im Gehirn ist instabil. Unser Entscheidungszentrum frisst viel Energie, braucht einen stabilen Energiespiegel. Das fällt alles weg. Und was passiert? Ja, richtig. Menschen, die sich schlecht ernähren, neigen eher dazu, dass der innere faule Schweinehund den Boxkampf gewinnt. Das ist tatsächlich so. Die neigen dazu, tatsächlich schneller zu sagen, nein, habe ich keine Lust. Die neigen tatsächlich schneller dazu, nein, ich gehe nicht einkaufen. Die neigen tatsächlich schneller dazu, zu sagen, nein, ich bleibe sitzen, ich bewege mich nicht. Natürlich, klar. Warum? Weil eine energetische Unterversorgung da ist. Und was der Körper macht dann in dem Moment, wenn er keinen Bock hat, sich zu bewegen, wenn er keinen Bock hat, irgendwas zu tun, das ist eine Schutzmaßnahme. Eine Schutzmaßnahme, weil keine Energie da ist. Also bleibe ich sitzen, tue gar nichts. Was wäre natürlich hier wichtig? Ein starkes Warum. Natürlich, ein starkes Warum ist immer wichtig. Aber was wäre wichtig? Was ist denn die Basis für Energie? Energiezufuhr, richtig, exakt. Und da scheitert schon bei den meisten Menschen, dass sie letztendlich durch die niedrige Energiedichte in Form von gesunder Energie
dazu neigen, energetisch gesehen immer die falschen Entscheidungen zu treffen. Energetisch die falsche Entscheidung bedeutet, keine Energie ausgeben. Natürlich. Ist ja auch natürlich, wenn der Körper keine Energie bekommt, kann er keine ausgeben. Das heißt, eine gesunde Energie. Denn wenn man Zucker reinhaut und Süßigkeiten reinhaut, das hält ja nicht lange. Es geht ja maximal eine halbe Stunde, ist wieder weg. Und genau daran scheitert es. Genau das ist meines Erachtens nach die größte Herausforderung zum starken Warum. Natürlich auch energetisch gesehen, den Körper regelmäßig gesunden Nährstoffen in regelmäßigen Zeiten zu versorgen. Und somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass man energetisch gesehen diesen einfachen Weg geht, schon mal geringer. Der ist schon mal geringer. Es gibt keine Garantie, natürlich nicht. Aber er ist geringer. Er ist viel geringer. Denn das merke ich auch bei meinen Coaches, wenn sie einmal diese Ernährung strukturiert haben. Wenn sie einmal die Routine haben, regelmäßig zu essen, dann läuft auf einmal alles viel besser. Dann kommt, hey, ich fühle mich viel besser, ich fühle mich wohler, ich gehe viel lieber in Sport, ich habe nicht mehr das Problem überhaupt nicht mehr, darüber nachzudenken, soll ich jetzt gehen, soll ich nicht gehen, sondern ich gehe einfach. Natürlich, weil der Körper bereit ist dazu, weil die Akkus aufgeladen sind. Und das geht eben tatsächlich über das, was sie uns hier reinschieben, über die drei gesunden, soweit möglich art- und bedarfsgerechten Mahlzeiten pro Tag. Ja, wenn man jetzt mal genau drüber nachdenkt, ist es ja echt einfach, oder? Ist es ja easy. Wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, ist es easy. Aber nichtsdestotrotz fällt es vielen Menschen schwer. Warum? Weil sie wieder aus einer alten, energiesparenden Routine raus müssen und in eine energetisch aufwendige Routine eintauchen müssen. Und somit tendieren wir immer grundsätzlich zum Energiesparmodus, weil es einfacher ist, weil es easy ist. Und meine Aufgabe ist natürlich, Menschen beizubringen, diesen Energiesparmodus rauszunehmen. Dafür zu sorgen, dass das Warum klar ist, auch die Hintergründe erklären, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, zum Thema regelmäßige Nährstoffzufuhr, gesunde Nährstoffzufuhr, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, um das Entscheidungszentrum zu stabilisieren. Denn wenn das unterzuckert ist, wenn das nicht genügend ausreichende Nährstoffe bekommt, weil wir das Mittagessen vergessen haben, weil wir einfach uns keine Zeit genommen haben, weil uns alles andere wichtiger war, dann wird die Entscheidung getroffen Richtung schlechte Ernährung, abends kompensieren mit Schokolade, mit Chips, mit Cola, mit Wein, mit Bier, mit allem das, was für unsere Gesundheit eben nicht förderlich ist. Und wenn wir dann mal bei 60, 65 sind und wollen 100 Jahre alt werden, dann stellen wir fest, ja, die 100 Jahre können wir vielleicht erreichen. Aber in welcher Lebensqualität? In welcher Lebensqualität? Das ist die große Frage. Denn wenn man mit 70 dann mit dem Rollator unterwegs ist, weil muskulär es einfach nicht mehr funktioniert, wenn das Gehirn schon ja, nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren könnte, wenn die Gelenke wehtun, wenn der Blutdruck zu hoch ist, wenn das Herz nicht mehr so richtig funktioniert, dann können wir vielleicht noch tatsächlich bis 90 überleben. Überleben, nicht leben, überleben. Das ist ein ganz qualitativ großer Unterschied, ob ich lebe oder überlebe. Und das vergessen wir natürlich auch immer in diesem Moment, wo wir jetzt hier sind, die Entscheidungen treffen. Zu sagen, ja, was ist denn in 20, 25 Jahren, wenn ich so weitermache? Welches Szenario habe ich denn dann, wenn ich genau so weitermache und meine Investition eine Fehlinvestition ist? Das heißt, ich investiere gar nicht in meine gesunde Zukunft. Weder durch Bewegen noch durch gesunde Ernährung. Ich mache sogar noch viele Dinge, die schädigen. Wenig Schlaf, zu viel Alkohol, zu viel schlechtes Essen, qualitativ hundsmiserables Essen, ganz viel Stress. Ja. Ja, ihr Lieben, das ist echt ein mega spannendes Thema, mit dem ich jeden Tag beschäftigt bin. Und heute hatte ich dann tatsächlich einen Dreiviertelstunden-Call und es war super interessant. Denn ihr wisst ja, dass ich zur Ausbildung in REKVT bin, rationale emotive kognitive Verhaltenstherapie, Burnout-Lizenztrainerschein habe, Motivationstrainer. Und das ist alles da in das Beratungsgespräch eingeflossen. Da ging es gar nicht um die Ernährung. Denn was gesund ist und was nicht gesund ist, muss ich den meisten meiner Coaches nicht erklären. Das wissen die schon. Sondern es sind Effizienzblockaden da. Blockaden, die sie behindern bei der Umsetzung ihres langfristigen gesunden Lifestyles. Das ist meine Arbeit und das ist super spannend. Das ist super spannend, denn nur wenn wir zusammen als Team es schaffen, hier die Effizienzblockaden auszuräumen, dann werden wir auch Erfolg haben und dann generiere ich für da draußen super gesunde Menschen und eine sehr, sehr geile Visitenkarte, denn Menschen, die Erfolg haben,
Die erzählen das weiter. Ja, das ist meine Arbeit. Natürlich ist das meine Arbeit. Natürlich möchte ich, dass dieser Mensch gesund ist. Natürlich möchte ich, dass er eine geile Visitenkarte wird. Warum? Weil ich davon lebe, weil es meine Leidenschaft ist. Ja, und ich muss natürlich auch, ich will natürlich auch meinen Lebensunterhalt genau damit verdienen. Und deswegen ist meine Aufgabe genau, hier anzusetzen. In der Umsetzung. Menschen aufzuklären, warum es ihnen nicht einfach fällt. Warum es auch nicht einfach ist, einfach so mal. Weil draußen hört das ja auch immer. Hört er draußen immer, ja komm, 6, 8 Wochen, zack, peng, ah, easy, easy, Punkte zählen, easy, easy. Kriegen wir alles hin, hier ein bisschen Teechen trinken, da ein bisschen Detox, da ein Pillchen, alles easy. Noch ein paar Perlchen dazu, alles easy, alles easy. Am Arsch hinten easy, da ist gar nichts easy. Sondern das geht ganz oft bei ganz vielen Menschen ganz tief in die Psyche. Da muss man ganz weit hinten ansetzen, muss ganz viel wegräumen, um erstmal Licht ins Dunkle zu bringen. Um diesen Menschen ganz klar zu zeigen, welche Maßnahmen muss ich ergreifen, um langfristig gesund zu leben, langfristig gesund mich zu ernähren, langfristig regelmäßig Sport zu betreiben. Das ist Masterclass, das ist eine Herausforderung. Jetzt guckst du gerade und denkst, was labert er da? Nein, es ist nicht easy. Er hat draußen immer erzählt, wie easy es ist und die ganze Werbung, was er da liest. Kein Problem, easy, 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 easy. Kriegen wir alles hin, machen wir schon. Fangen wir ein bisschen an, lässt du mal ein bisschen das Trinken weg und nimm mal so viel Süßigkeiten. Das sind Einschränkungen. Für viele Menschen sind das krasse Einschränkungen in ihre alten Routinen. Viele Menschen sagen ja, wenn ich diese Pizza nicht bekomme, wenn ich diesen Kuchen nicht bekomme, wenn ich dieses Bier nicht bekomme, diesen Wein, ja für was lebe ich dann überhaupt noch? Das ist doch mein einzigster Lebensluxus, was ich habe. Mein einzigster Lebensluxus, ja. Das höre ich mir schon seit 30 Jahren an, tatsächlich. Davon sind viele Menschen überzeugt. Und jetzt seht ihr, wie tief dieses Thema verankert ist, wie tief man da rein muss. Da hilft es nicht einfach nur ein Blatt Papier hinzulegen, wo drauf steht, ja, iss mal das, iss mal das, iss mal das. Da hilft es nicht einfach zu sagen, ja, mach mal so und so viel Sport, beweg dich mal und so. Das hilft da nicht. Das ist eine Arbeit, die können sich viele Menschen da draußen gar nicht vorstellen, was da alles dahinter steckt. Was glaubt ihr, warum ich einen Motivationstrainer gemacht habe? Was glaubt ihr, warum ich einen Stoffwechseltrainer gemacht habe? Was glaubt ihr, warum ich einen REKVT-Coach gemacht habe? Ernährungsberatung ist kein Problem. Auf ein Blatt Papier zu schreiben, was man essen darf, was nicht, Kalorien zu berechnen, hallo, bitte. Das ist nicht das Problem. Menschen zu zeigen, wie sie trainieren sollen, welche Übungen, welche Wiederholungszahl, wie lange sie sich bewegen sollen, wie sie atmen sollen, wie die Bewegung ausgeführt wird. Hallo, das ist keine Raketentechnik, überhaupt nicht. Sondern hinten dran die Stellschrauben zu stellen, Menschen dauerhaft zu motivieren, diesen gesunden Lifestyle umzusetzen, das ist die Herausforderung. Die habe ich jeden Tag, an manchen Tagen 7 bis 8 Mal. An manchen Tagen 2 bis 3 Mal. Aber es ist immer super anstrengend, super erschöpfend. Es ist anstrengender wie Holz hacken. Es ist anstrengender wie Bäume absägen. Es ist anstrengender wie viele andere Berufe, weil es geistig sehr erschöpfend ist. Weil ich mich natürlich auch da reinhänge, weil es meine Leidenschaft ist, Menschen davon zu überzeugen, dass sie es wert sind, in ihre gesunde Zukunft zu investieren. Das ist echt eine krasse Herausforderung, über die ich mich aber jeden Tag freue und ich mich jeden Tag freue, wenn ich von meinen Coaches das Feedback zurückbekomme, Andreas, das ist so geil, seit ich wieder in meine gesunde Zukunft investiere. Seit ich wieder regelmäßig Sport betreibe. Seit ich Achtsamkeitstraining habe. Seit ich deine Empfehlung habe, am Tag 2, 3 mal 5 bis 10 Minuten zu meditieren. Seit ich deinen gesunden Lifestyle, den du mir erklärt hast, von den Videos, was du mir alle gezeigt hast, seit ich das mache, habe ich eine Verbesserung meiner Lebensqualität, die ist unglaublich, die ist unbeschreiblich, die ist unbezahlbar. Das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte von meinen Coaches. Das sind 1:1 die Worte meiner Coaches. Nicht nach einer Woche, nicht nach 2 Wochen, nicht nach 3 Wochen, weil da sind sie noch desorientiert. Sondern nach 18 bis 12 bis 16 Wochen sagen die, Andreas, das Beste, was mir hat passieren können, ist genau das, was ich gerade tue. Mein Investment in meine gesunde Zukunft. Ich bin so fit wieder. Ich bin so wach. Ich habe so viel Spaß am Leben. Ich bin im Beruf so gut drauf. Ich mache Umsätze besser wie je zuvor. Ich bin krass eine Rakete geworden. Das sind die Worte meiner Coaches. Und das ist das, was mich natürlich wachsen lässt. Wo ich natürlich meine Freude habe. Wo ich, ja,
Wo mein Serotonin, mein Dopamin oben rausschießt. Das ist meine Droge. Das ist meine Leidenschaft. Das ist meine Freude. Das ist mein Leben. Ja, jetzt ist der Video natürlich etwas in die andere Richtung gegangen, aber so ist halt, wenn man von seiner Leidenschaft redet, habe es gerade festgestellt, der ging jetzt richtig lang. Eigentlich wollte ich nur einen 10-Minüter machen, da ist es richtig lang. Aber es war jetzt wichtig. Das war gerade die Erfahrung von heute, von diesem Gespräch mit meinem VIP-Coachie. Ach, das musste jetzt einfach mal raus, um euch einfach mal darzustellen, dass diese Thematik nicht immer so einfach ist, wie es dargestellt wird in den Werbesprüchen, in den Marketingmaßnahmen. Denn wenn man euch klaren, reinen Wein einschenken würde, wenn man euch eins zu eins sagen würde, dass es eben nicht in 6 Wochen funktioniert, nicht in 8 Wochen, wenn man euch sagen würde, nein, die Perlchen helfen nicht, nein, und einmal 20 Minuten Sport in der Woche oder zweimal 20 Minuten in der Woche Sport hilft eben nicht und bringt dich eben nicht dahin, wo du gern wärst, dann wollen die das nicht hören und du willst es vielleicht auch nicht hören. Und vielleicht tue ich mir auch als Coach nicht den Gefallen, könnte viel mehr Coaches haben, wenn ich denen natürlich auch nicht den glasten Wein einschenken würde. Aber ich habe wirklich, das muss ich jetzt hier auch mal, habe ich glaube noch nie gesagt, nein, ich habe ein Problem. Ich habe ein richtig großes Problem. Und dieses große Problem ist, Menschen anzulügen. Menschen aus Habgier Dinge zu erzählen, die so überhaupt nicht stimmen. Das kann ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das nicht. Ich habe auch schon viele Angebote, die möchte ich jetzt nicht genau detailliert beschreiben, was für Angebote das sind. Aber ich habe schon viele, viele Angebote bekommen, wo ich dann durch meine Erfahrung und durch meinen Bekanntheitsgrad zwischenzeitlich richtig viel Fett verdienen könnte. Also Monetas, ja, richtig viel. Richtig viel. Ich war auch schon dann bei solchen Gesprächen dabei, auch bei solchen Veranstaltungen. Aber nein. Nein, es geht aber, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, Menschen Dinge zu erzählen, die so überhaupt nicht stimmen. Menschen mit Informationen zu versorgen, die so mit der Realität überhaupt nicht vereinbaren, das kann ich nicht. Ich kann es nicht. Es geht nicht. Ich könnte das 10-fache, das 15-, das 20-fache verdienen. Das ist jetzt kein Spaß, was ich erzähle, weil ich kenne mein Wissen. Ich habe 30 Jahre Erfahrung in der Branche. Ich kann auch verkaufen. Kann ich. Richtig gut. Aber ich kann nur Dinge verkaufen, in denen ich stehen kann. Ich kann nur Dinge verkaufen, wo ich weiß, dass sie ehrlich sind. Ich kann nur Dinge verkaufen, wo ich weiß, dass ich den Menschen, der mir gegenüber ist, nicht betrüge, nicht belüge. Ja, jetzt bin ich schon wieder abgedriftet. Ich wollte jetzt eigentlich Schluss machen mit dem Video. Es reicht jetzt auch. Das war jetzt ja ein etwas anderes Video. Ist jetzt vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, aber es war mir jetzt wichtig, das loszuwerden, weil ich agiere immer aus dem Bauch raus, emotional. Das, was gerade abläuft, verpacke ich dann eben in Videos. Ja, und ich hoffe, dass der ein oder andere jetzt Licht ins Dunkle bekommen hat, dass dem einen oder anderen auch ein Licht aufgeht und sagt, ja klar, super. Da ist mal jemand, der auch mal die Wahrheit sagt und eben nicht nur irgendwelches emotionales Marketinggeschwätz mit Bildern versieht und hofft, dass da natürlich ganz vielen Menschen wie die Motten ans Licht fliegen. Fände ich toll. Ihr könnt natürlich auch gern unten drunter eure Bemerkungen dazu schreiben, Kritik, Anregungen. Ihr könnt es feiern, ihr könnt es teilen. Ihr könnt es Menschen dieses Video schicken, die dadurch einen Nutzen haben. Ihr könnt markieren. Würde mich sehr freuen. Ich lasse mich natürlich auch gerne auf jegliche Diskussion ein, denn ich stehe hinter dem, was ich da gerade erzählt habe. Und zwar zu 100%. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und freue mich, bald wieder was von euch zu hören. Hier war Andreas Trienbacher, Mr. T aus Karlsruhe.